Wir wollen heute zusammen auf das Jahr zurückschauen, auch auf dein Jahr, dich persönlich ein bisschen kennenlernen. Haben dazu einige Fotos vorbereitet. Du deckst einfach eins nach dem anderen auf. Das war das erste Spiel, wo ich mit der Maske gespielt habe und deswegen war nicht so leicht für mich. War das komisch mit der Maske? Hat es dich behindert eigentlich? Schon, ja, oder? War sehr komisch. War das nicht, das ist unbequem. Unbequem spielen mit der Maske. Ich habe nicht alles gesehen. Und weil zum Beispiel ich wollte nach rechts oder nach links schauen. Und die erste Moment, ich musste mit dem ganzen Kopf das machen. Früher ist das reicht, wenn ich nur mit den Augen geschaut, aber mit der Maske muss ich ein bisschen mehr mit dem Kopf Bewegung machen. Und deswegen habe ich zwei Spiele gebraucht, dass ich wusste, was soll ich was anderes machen mit der Maske. Und ich musste auch lernen, spielen mit der Maske. Unglaublicher Abend für mich, ja. Und ich denke nicht für mich, aber für ganze Bayern und auch für Fußballgeschichte, weil wenn ich war Junge, ich habe nie geträumt, dass ich kann 5 Tore in ein Spiel schießen und noch in 9 Minuten. Das Gesicht von Pep Guardiola, das ging um die Welt danach, ja. Hast du auch gesehen, oder? Ja, habe ich auch das viele Mal gesehen. Auch er konnte es und nicht. Und jedes Mal kannst du lachen. Robert Lewandowski im Deutschland-Trikot, das musst du uns jetzt mal erklären. Ja, ich bin auf 100 Kilometer gelaufen, 1500 oder 1000 Kilometer gelaufen im Schule. Leichtathletik? Ja, sowas. Und bis 16, ich habe alles gewonnen, immer. Aber ich hatte keinen Spaß dazu. Ich habe das gemacht, weil ich habe im Fußball gespielt und deswegen, ich könnte auch laufen und die Titel gewinnen, aber die Trikot, ich denke, dass mein Vater war in Deutschland und einfach eine Trikot gekauft und mitgenommen. Aber das erste Mal habe ich mit diesem T-Shirt auch gewonnen, Titel. Und deswegen, zum Glück, ich wollte immer mit diesem T-Shirt laufen. Immer wenn ich kurze Pause habe, dann nach ein paar Tagen, wenn ich zu Hause bin, dann meine Frau sagt, aha, jetzt hast du viel Kraft, das sehe ich und kannst du was machen. Und natürlich mag ich die alle Sport auf Wasser machen, zum Beispiel mit dem Jetski oder auch Segeln? Nee, Segeln nein. Zu langsam. Zum Beispiel Wakeboarding auch. Und ich mag die Autos und auch die mit der Schnelligkeit und sowas. Das natürlich seit immer, ich denke. Deine Frau spielt auch eine wichtige Rolle in deinem Leben. Machst du viel Sport mit ihr? Treibt sie dich auch an? Oder musst du sie aufraffen in der Freizeit? Nein, manchmal beide. Beide Seiten, ja. Im Sommer zum Beispiel nach 2 Wochen Pause, dann müssen wir wieder ein bisschen trainiert schon, ein bisschen laufen. Mit dem kleinen Tempo am Anfang, danach ein bisschen hocher. Und meine Frau mag das gerne fast jeden Tag, auch gesunde Ernährung dazu. Auch im Sommer, wenn du manchmal würdest lieber was anderes machen, aber musst du laufen, dann deine Frau komm, gehen zusammen laufen und dann viel mehr Spaß hast du. Ach nein, die zwei. Schau mal, kannst du mal aufdecken, was wir da haben. Meisterschaft und Champions League Pokal wäre hier noch gewesen. Also du hast jetzt für 2 Titel entschieden. Kannst du damit leben, wenn es am Ende dann so aussieht? Wenn genau die gleiche Bilder mit die Schale und danach so, dann natürlich die alle. Sind sehr zufrieden, mich auch. Ich habe in Deutschland alles gewonnen, außer Champions League. Und natürlich, ich hoffe, dass wir in dieses Jahr das schaffen. Vielen Dank dir. Dann gute Zeit, bis bald und bis im neuen Jahr. Dankeschön. Danke dir.